Valentin Karlstadt Museum. Da gehen wir heute rein. Oder gehen wir jetzt da rein? Ja, was jetzt? In beides. Wir gehen ins Isartor und ins Museum, das hier drin ist in diesem Turm. Und damit sage ich doch schon mal Servus, Herrschaften und Damenschaften und alles drumherum und alles dazwischen. Herzlich willkommen auf diesem Livestream aus München, heute am Isartor und dann im Isartor und dann im Valentin-Karlstadt-Museum. Da gehen wir heute rein. Wir haben die Möglichkeit, uns das anzuschauen. Wir sind quasi die allerersten Gäste heute und ich nehme euch mit und ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr alle zuschaut. Aus München, aus Bayern, aus Deutschland, aus Österreich, aus der ganzen Welt. Herzlich willkommen, ihr Lieben, ihr neuen und altbekannten Namen. Hier ist Tobias, Stadtführer eures Vertrauens von Ludwig und Lola Stadtführungen in München und heute ein Livestream aus dem Valentin-Karlstadt-Museum. Und da gehen wir jetzt hinein ins... Ja, erstmal gehen wir in dieses Tor hinein. Dieses Tor, das Isartor, eine Stadtbefestigung haben wir hier noch. Ein altes Stadttor. Aber wie alt es wirklich ist und was es damit auf sich hat, Das werden wir herausfinden, aber damit ich nicht ganz so alleine bin, habe ich mir einen wichtigen Helfer gesucht, nämlich den Markus Wagner, Historiker, Freund und auch am MPZ, am Museumspädagogischen Zentrum, ist er hier in München tätig und er wird sozusagen die Bildungslücken, die geschichtlichen Bildungslücken auffüllen, die mir fehlen, hier am Isartor. Servus Markus. Grüß dich Tobi. Also du, so viele Lücken, glaube ich, sind da gar nicht da. Ah, ein paar sind es bestimmt. Du, das Isartor, wir sind ja hier an einem historischen Ort. Wie historisch ist er denn wirklich? Ja, auf jeden Fall ist es das, sagen wir mal, am besten erhaltene der Münchner Stadttore. Allerdings im Laufe der Zeit wahnsinnig oft umgebaut. Also es ist eigentlich immer Work in Progress hier. Tatsache. Kann man wirklich so sagen. Also entstanden oder erstmals erwähnt 1337, das ist also schon ganz schön lang her, wobei das eigentliche Tor, das hier hinten ist. Ach, also das ist das Tor? Genau, der eigentliche Mittelturm, der also bei der Erweiterung der Stadt München, die ist 1158 zum ersten Mal erwähnt, bei der ersten Erweiterung Münchens unter Ludwig dem Bayern. Ich glaube, den habt ihr schon gesehen von draußen. Ludwig dem Bayern, genau, haben wir draußen gesehen auf dem Fresko da oben. Ja. Genau. Unter dem wurde die Stadt erweitert und als östlicher Abschluss, als letztes Stadttor, ist eben hier dieses Isartor entstanden. Das aber gleichzeitig das wichtigste Tor war, weil der Eingang nach München war immer schon von Osten her. Von der Isar her, von Österreich, wo das wertvolle Salz München gebracht wird. Ganz genau. Und also wir stehen hier quasi am Haupteingang. Sozusagen. Genau, sozusagen am Haupteingang nach München. Das Salz, das können wir auch sehen. Also wir haben hier eine kleine Ausstellung zurzeit im Innenhof, im Mauerhof vom Isartor. Und hier sehen wir auf diesem schönen Holzschnitt von, das Original ist 1493 entstanden. Und hier sehen wir eben in dieser Schädelschen Weltchronik eine Ansicht Münchens von Osten her. Man kann schon einiges erkennen, gell? Ganz wichtig natürlich die Frauenkirche, bis sie was fällt. Die welschen Hauben kommen erst. Die Zwiebelhauben, die kommen erst später. Ungefähr 30 Jahre danach dann drauf. Aber man kann ganz gut erkennen das Isartor, ja, mit seinem Mittelturm. Hier auch noch ohne Uhr, gell? Die kommt erst wesentlich später dazu. Den Flankentürmen. Die sind auch erst in einem weiteren Bauabschnitt dazu gekommen. Und die Straße, die dann ins Tal mündet und Richtung Isar geht und dann an der Brücke hier beginnt. Und tatsächlich sehen wir auch das Wichtigste, nämlich das Salz. Diese Scheiben. Genau, diese Scheiben. In solche ist das gepresst worden, das Salz. Da haben wir dann auf eine Stange auffädeln können und kommen es besser dran und transportieren. Und dieses Salz kam eben hier von Osten her. Es heißt ja hier auch München so schön, rein. Das Tor zum Reichtum. Ganz das genau. War das Isartor. Ganz genau. Also der ganze Reichtum Münchens basiert
darauf, auf diesem Salzhandel. Salz, ganz ein wichtiges Gut. Und aber, ja? Wie entwickelt sich dann weiter? Also die Stadt wächst durch den Salzhandel. München prosperiert. Ja, München prosperiert. München wächst aber auch weiter. Salzhandel verliert im 19. Jahrhundert spätestens seine Bedeutung. Und München entwickelt sich zur Industriestadt. Und im Gebiet zwischen Isartor und der Isar gibt es viel Wasser, da gibt es viel Wasserkraft, da siedeln sich dementsprechend. Also da raus, Leute, da ist die Isar, da ist die Au, genau. Wo dann auch der Valentin geboren ist, da ganz kommen wir gleich genau. Dazu. Da siedeln sich also die Gewerbe, verschiedene Gewerbebetriebe an und die Grenzfunktion von dem Isartor, die vorher da war, draußen nicht Stadt, drinnen Stadt, die ist verloren, die ist vorbei, gibt es nicht mehr und damit verliert das Ganze seine Bedeutung. Auch die Stadtmauern werden abgerissen, das Tor verkommt zur Ruine und soll auch abgerissen werden. Das ist ja auch das, was man hier auf dieser Info, auf diesem Bild sieht. Mhm. Da ist das Isartor schon längst Ruine, hat ganz keine genau. Funktion mehr. Leute, ihr erkennt es ja, so sah das Isartor mal aus, 1829. Es steht eigentlich kurz vorm Abriss. Ja, der Abriss war sogar beschlossene Sache. Und nur durch die Intervention des damaligen Königs, Ludwig I., ist es gelungen, das Tor zu erhalten und es wurde generalsaniert, umgebaut und unter der Leitung von Friedrich von Gärtner, also dem großen Architekten. Einer der Lieblingsarchitekten genau. Von König Ludwig I. ist eben hier. Diese neue Version entstanden. Es wurde nach historistisch wurde es wieder aufgebaut. Also man hat sich damals im 19. Jahrhundert so das Mittelalter vorgestellt. Im Mittelalter hat es anders ausgeschaut, aber das ist eine andere Geschichte. Willst du jetzt sagen, dass das jetzt quasi schon fake ist? Ja, freilich. Das ist eine Vision vom Mittelalter, wie man sie eben vor 200 Jahren hatte. Okay. Und versucht das Ganze auch propagandistisch zu nutzen. Man macht ein wunderschönes Fresko, das du ja schon erwähnt hast, Tobi. Genau, hier oben. Da wird Ludwig der Bayer hochstilisiert als der große Wittelsbacher, der auch die Kaiserwürde bekommt. Ganz genau. Das ist sozusagen ein Nationaldenkmal, ein bayerisches. Später wird es dann umgebaut, weil dann die Tore zu klein sind für die Trambahn. Aber das Entscheidende dann in unserer Zeit ist die wahnsinnige Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Also schon 1943. Da haben wir auch hier ein Bild. Schaut mal, Leute. Wir haben ja hier eine sehr gute Diashow quasi. Genau, 1943 bereits wird das Tor durch Bomben zerstört. Das sieht man auch. Zwischenzeitlich ist eine Uhr reingekommen in den Torturm, die eigentlich auch in einem mittelalterlichen Turm nichts zu tun hat. Das sollte eigentlich an Stachus kommen, in das Neuhauser Tor. Da ist dann aber, weil da auch ein Pulverlager drin war in dem Turm, der ist explodiert. Und dann musste die Uhr umziehen, also kam dann da rein. 1860. Das Isartor schwer zerstört im Zweiten Weltkrieg. Die ganze Stadt lag ja in Schutt und Asche. Aber man baut das Isartor wieder auf. Mhm. Das sehen wir an dieser Stelle. Ganz da genau. Haben wir hier, so sieht es dann aus. Das haben wir jetzt in den 70er Jahren schon. Ja? Genau. Also wird dann notdürftig saniert, das Ganze. Und die große Sanierung ist dann anlässlich der Olympischen Spiele auch. Die Trambahn fährt hier nicht mehr seit der S-Bahn, seit 71, 72. Da wird dieses ganze Tor umgebaut und mehr oder weniger in die heutige Gestalt versetzt. Genau, das sind polnische Spezialisten, die hierher kommen und das Ganze das alles restaurieren, restaurieren ja. Und so ein bisschen dieses tatsächlich okay. Mittelalterliche wieder ein bisschen rausholen. Was dann noch 2005 dazu kommt, ist dann wieder eine neue Uhr. Die kommt nämlich in den 70er Jahren raus, die Uhr, weil sie eben nicht zum alten Erscheinungsbild passt. Und 2005, es kommt wieder eine rein. Also ich merke schon, worauf du hinaus willst. Da ist also in diesem Isartor, da steckt Geschichte und auch komplette Neuerfindung der Geschichte, Fake. Also das ist ein bunter Mischmasch. Genau, Zeitgeist. Zeitgeist. Aber eine Geschichte ist natürlich auch hier drin, Leute. Und das ist natürlich eigentlich auch der Kern unseres heutigen Livestreams. Er hier ist drin. Und sie. Er, Karl Valentin. Und sie, Liesl Karlstadt, seine kongeniale Partnerin, und die haben ja hier oben, da werden wir es gleich reinschauen, ein Museum bekommen.
Genau, das ist zunächst in der Initiative von Hannes König entstanden, der schon bei Karl Valentin mitgearbeitet hat in einer Ritterspelunke. Okay. Und mit Erlaubnis der Stadt und auch mit Unterstützung der Stadt München gelang es dann 1959 hier dieses Museum zu eröffnen. Auch in dem Konzept Bühne gemeinsam mit Wirtschaft und mit einer Sammlung, die bis heute existiert. Aber ich glaube, wie die genau aufgebaut ist, da brauche ich gar nicht so viel zu sagen. Weil ich glaube, da treffen wir jetzt gleich noch jemanden, wenn ich recht informiert bin. Da bist du richtig informiert. Also Leute, wir, der Markus und ich, wir sind nicht allein, sondern wir haben noch eine an unserer Seite. Das ist nämlich die Chefin höchstpersönlich, die hier zu sehen ist. Das ist nämlich die Sabine Rinnberger. Servus, Frau Rinnberger. Die Direktorin, Chefin quasi. Direktorin, das könnte Frau Rinnberger, schön. Also sagt herzlich willkommen, sagt ein Servus an die Frau Rinnberger, die uns jetzt die Chance gibt, ins Museum reinzugehen. Wir maskieren uns und dann gehen wir auch schon los. Dann drehen wir eine Runde im, hoppala, leg es hin, im Museum. Exklusiv, wir sind ja die Ersten. In einer Stunde. Also Markus, nach euch, jetzt dazu. Jetzt gehen wir rein in die heiligen Hallen. Also bei uns hat man immer einen steilen Aufstieg. Hier geht's hoch hinauf im Isartor-Turm. Eieieiei. Gegen den Drehwurm, was hilft da, Frau Rinnberger? Wieder runtergehen. Wieder dann auf der anderen Seite wieder runtergehen. Ja. Also jetzt sind wir drin hier im Museum. Ja. Das ist ja, wir sind jetzt hier in einem kreisrunden Turm. Wo fangen wir denn da jetzt an, bitte? Am ersten Eck. Am ersten Eck. Also, nein, das ist ein Turm und insofern eine runde Ausstellung. Ich würde ganz gerne mal so ein bisschen ins Zentrum gehen. Wir befinden uns im ersten Stock des altehrwürdigen Isartors. Und hier im ersten Stock befindet sich sozusagen unser Herz, die Fallendrin-Ausstellung. Wir zeigen auch noch die Münchner Volkssänger im anderen Turm. Aber hier im Südturm, wo wir jetzt uns jetzt gerade befinden, die Liesel Karlstadt und den Karl Valentin. Und wir sind hier mitten im Leben von Karl Valentin, das hier so beginnt, dass wir im Zentrum mit der privaten, persönlichen Biografie von Karl Valentin anfangen. Also mit der Frage, wo kommt der her? Wie wird man überhaupt zum Künstler? Weil Valentin hatte eigentlich nicht zwingend den Weg des Künstlers vorgezeichnet, weil er eigentlich aus einer Speditionsfirma kommt. Ganz unweit von hier in der schönen Au liegt das Geburtshaus von Karl Valentin in der heutigen Zeppelinstraße. Da war ich vor kurzem, haben wir ein Livestream gemacht in der Au. Dann kennen das ja alle schon. Kann man auch heute, wenn das Wetter hält, empfehlen, einen Spaziergang noch vorbei machen. Und da ist auch eine Gedenktafel für Karl Valentin angebracht. Und hier hat der Vater eine Spedition betrieben. Und so hat der Karl Valentin später auch erstmal eine Schreinerlehre gemacht. Aber das Theaterblut ist ihm sozusagen schon sehr früh anscheinend in die Wiege gelegt gewesen. Oder die Lust. Und auch dieses Umtriebige. Er wird genannt der Rote Teufel aus der Au. Obacht, der Fallburgkind. Oder der Schrecken von Au. Das sieht man hier sehr schön an diesem Bild. Was haben wir hier oben? Das gibt ja hier eine, also Valentin hat ja dann seine Jugendstreiche gesammelt und aufgeschrieben in den Jugendstreichen von Karl Valentin autobiografische Anekdoten, und er erzählte diese Anekdote, die wir hier auf diesem Foto sehen. Da erzählt Karl Valentin, dass er als Kind immer gerne Sanitäter gespielt hat. Auch Indianer, auch Feuerwehr, man sieht den ganzen Trupp hier aufgestellt. Und wenn man jetzt Sanitäter spielt, dann braucht man Verletzte. Verletzte. Oder
Opfer, würde ich bei Karl Valentin sagen. Herr Valentin hat sein Spiel schon immer sehr realistisch angelegt. Und um das Ganze sehr dramatisch zu machen, braucht man jetzt Blut. Da könnte man jetzt Künstlerblut hernehmen, Tomatensaft, heute Ketchup, Erdbeermarmelade. Valentin hat das anders gemacht. Der hat Glasscherben ausgestreut. Ui. Die Kinder sind in der Aue ab April barfuß gelaufen, weil man kein Geld für Schuhe gehabt hat, sind über die Scherben drüber gelaufen und so hatte er echte Verletzte. Also er hat schon als Kind hat er zum einen inszeniert und ist dabei quasi über jede Grenze hinweggegangen. Also auch später merkt man in seinen Stücken oft den leichten Hang zum Sadismus, den er auch so hatte. Also eine kleine, sagen wir mal, eine kleine böse Note ist da immer gern drin. Ja. Von diesen Anfängen, also da merkt man schon das umtriebige Element, das Freche. Wann kommt das Künstlerische das erste Mal so richtig daher? Naja, da haben wir schon eigentlich auch schon den Künstler. Also ich glaube, er wurde so geboren, weil Valentin nicht als Einzelkind aufgewachsen ist, sondern als übrig gebliebenes Kind. Seine zwei Brüder sind kurz nach seiner Geburt gestorben, in einer Woche an der Diphtherie mit 6 und 8 Jahren, der Karl und der Max. Und so, das, was man hier im Hintergrund hört, ist der Valentin, weil der quatscht immer rein. Der Valentin ist hier immer im Garten. Genau, Haus. Im Aquarium. Nein, die Brüder sterben und so. Die Mutter ist da bereits 37 Jahre alt, die aus Zittau stammte. Und so wird der von Anfang an ein Gefühl des Besonderen groß. Ja? Die macht sich natürlich wahnsinnig Sorgen um ihr letztes Kind. Das war für die Mutter natürlich auch ein großer Schock, den sie kaum verwinden konnte. Und so machte sie sich immer große Sorgen um den Karl. Der eigentlich gar nicht Karl heißt, sondern wirklich Valentin. Das ist nämlich sein Vorname. Genau. Valentin Fey heißt er ja. Genau, Valentin Ludwig Fey ist sein Geburtsname. Karl ist der große Bruder und den nimmt er in seinen späteren Namen auch in Erinnerung mit auf. Genau, und dann hat er natürlich hier schon immer gern Theater gespielt, Kasperl gespielt. Da sehen Sie den Kasperl aus Kindertagen. Das ist seiner? Das ist seiner, zusammengeflickt aus den Lumpen der Mutter, eines unserer ganz wertvollen Stücke, weil viel ist nicht überliefert von Karl Valentin. Und mit dem hat er immer schon an den Ecken der Au für die Kinder der Au Theater gespielt. Und Sie sehen hier oben das Kasperl-Theater auf der Auer Duld. Die Duld gab es damals schon und das Kasperl-Theater auch, das gibt es heute auch noch in einem Theaterzelt, damals war das eben im Freien. Und die Duld ist ja praktisch in Spuckweite entfernt von Valentins. 2-3 Minuten zu Fuß. Und dann war der da natürlich daheim, wenn Duld war. Also ich persönlich wohne zufällig auch da und habe 3 Kinder. Ich bin sehr viel Karussell gefahren auf der Duld, also da kommt man nicht dran vorbei. Ja. Wenn wir jetzt seine Herkunft, seine Kindheit und diese Anfänge mal so hinter uns lassen, was wäre jetzt der nächste sinnvolle Schritt im Museum, den wir tun? Also mit dem Sinn und dem Unsinn ist das so eine Sache, aber um es kurz nochmal einzuleiten, also hier erzählen wir das Leben von Karl Valentin und an der Außenwand haben wir die Künstlerbiografie von Karl Valentin, weil Kunst und Leben immer miteinander zu tun haben, gibt es immer auch Durchblicke und Verweise von innen nach außen. Und ich würde sagen, dann schauen wir uns den Künstler Karl Valentin ein bisschen genauer an. Genau. Ich wollte noch ganz kurz einen Hinweis geben auf seine Schulkarriere vielleicht. Also weil Sie sprechen schon an, seine Schreinerausbildung, sein Beruf spielt auch in seiner künstlerischen Biografie immer eine große Bedeutung. Ich finde das ganz wichtig, weil meine Kinder schauen nämlich zu. Jetzt nicht hinhören, der Karl Valentin war nämlich kein guter Schüler. Man sieht ihn jetzt hier mal in seiner Schulklasse. Genau, ist ein bisschen größer als die heutigen, gell? Vor allem in Zeiten von Corona. Und er hat gesagt, die Schule, das wäre für ihn gewesen wie 7 Jahre Zuchthaus. Also zu lange hat er es nicht ausgehalten. Also der Spruch könnte auch von mir sein, gell? Also das nur nebenbei. Also dazu muss man auch sagen, dass er die Lehrer schon auch geärgert hat. Aber die Lehrer haben auch ihn geärgert, also der Religionslehrer, in dem Fall ein evangelischer, weil der Valentin nämlich evangelisch war, hat ihn wirklich hat totgeschlagen. Ja, das ist auch so ein Punkt, den ich hier nicht umsonst erzähle,
weil so steht Valentin eigentlich ein bisschen am Rande der Gesellschaft, dieser Auer halbstarken Welt. Also seine Eltern haben diese Spedition, die haben einen kleinen bescheidenen Wohlstand in diesem Glasscherbenviertel und er ist evangelisch, das kommt eigentlich in der Au nicht vor. Warum das ist eine evangelisch, Ausnahme, weil die Mutter aus Zwittau war und der Vater aus Darmstadt. Ja. Ja. Ich sage immer, das richtige Gemisch für ein echtes Münchner Kindl. Bunte Mischung, ja. München hat ja immer vom Zuzug gelebt. Ja. Und so muss er etwas weiter in die Schule gehen. Er kann nicht in die nahegelegene Schule gehen, weil damals waren die Schulen Konfessionsschulen, katholisch natürlich. Und so ist er in die Klenze-Schule gegangen. Also heute ist es die große Klenze-Schule, weil es eine konfessionsgemischte Schule war. Und so stand er immer so ein bisschen am Rande der Gesellschaft. Und das schärft seinen Blick für diese Gesellschaft. Ist ja sinnbildlich dann für ihn eigentlich. Genau. Und so findet er auch den Stoff für seine Stücke, nämlich das Leben der kleinen Leute, die er sehr, sehr genau beobachtet. Er hat da diese Beobachterrolle, die er später in Perfektion auf die Bühne bringt. Und er spielt ja in seinen Stücken nie den wirklichen Helden, sondern immer so ein bisschen einen Anti-Helden, einen Außenseiter, einen Verlierer, einen... Ja, ja. Den, wo alle eigentlich drauf runterschauen. Mit den Tücken des Lebens eigentlich schwer zurechtkommt. Ja. Und sich aber trotzdem nicht scheißt. Und sich nicht scheißt, ja. Auch so, aber dann würde ich den, wenn man den Zeitgenossen nimmt, den Weißviertel noch eher dazu nehmen, dass man sich nichts scheißt. Aber er ist einfach immer am Kämpfen mit den Dingen, die das Leben so... Neudeutsch würde man sagen, immer im Struggle. Im Struggle, ja. Dann schauen wir uns doch mal diese Werke an. Dann drehen wir doch mal tatsächlich eine Runde bitte hier, wenn wir schon mal hier sind, Leute. Schickt uns mal ein Like, wenn es euch gefällt, unser Besuch hier im Valentin-Karlstadt-Museum. Wir können auch mal Türen öffnen. Seien Sie neugierig. Ich hoffe, alle sind neugierig. Aber selbstverständlich. Zu machen. Also unsere Gäste sind immer neugierig, Frau Rimberger. Davon gehe ich aus, weil wenn man sich um 10 am Sonntag so interessiert, finde ich das ganz toll. Also wir haben hier die Künstlerbiografie von Karl Valentin und wir haben natürlich vor allen Dingen als Objekte Fotos und Dokumente und damit das Ganze etwas spannender ausgestellt ist, haben wir jedem Thema, jeder Künstlerepisode ein Diorama gebaut, also so einen Kasten, um so ein bisschen eine Dreidimensionalität herzubringen. Und da sind sie braune Kästen. Hier sehen wir die frühen Anfänge von Karl Valentin, wo er auf diesen Volkssängerbühnen zum Beispiel noch solo den schweren Reiter gegeben hat. Ja. In den ersten Ensembles und Gesellschaften mit Papa Kern zum Beispiel, wo er gespielt hat, hier auch als schneidiger Soldat, das waren die Solorollen. Die hat er gespielt in den 1910er Jahren, schon ein bisschen vorher. Und dann kommt der große Durchbruch mit einem Stück, das heißt das Aquarium. Ein Hörstück? Also ich kenne es aus einem Radio mitschneiden. Ja, aber das hat er schon gespielt. Also damals gab es noch kein Radio, das ist 1911 entstanden. Und das hat er im Frankfurter Hof gespielt, das war eine Soloszene. Und da geht es darum, dass ein Vogel im Käfig sitzt und ein Fisch im Wasser. Und weil das langweilig ist, probiert er das Ganze umgekehrt aus. Also der Vogel ist dann im Aquarium der Soffen und der Fisch ist immer vom Stangerl runtergefallen. Und dann hat das Ganze keine Zukunft und deswegen überlebt er, was er mit dem Fisch tun kann, der inzwischen am Boden liegt und leidet. Und dann überlegt er, ob er ihm lieber den Gnadentod durch Erschießen geben soll oder lieber in der Isar drin ertränken soll. Ein typischer Valentin eigentlich. Ein typischer Valentin. Ein Wortspiel-Chaos, ein Assoziationswirrwarr ohnegleichen. Ja, es könnte von Monty Python sein. Ja, da gibt es fast so etwas Ähnliches. Also nur viel früher und dann kommt die große Begegnung. Ja, Karl Valentin. Die große Begegnung mit ihr. Mit ihr. Mit der Liesel Karlstadt. Und von dem Moment wird alles anders. 1911 sieht er sie im Frankfurter Hof, einer dieser Bühnen, wo er eben auch dieses Aquarium gespielt hat und seinen Durchbruch hatte. Und Liesel Karlstadt ist da eine fesche Soubrette. Und 20 Jahre alt, ein junges Mädchen ist sie. Genau, 10 Jahre jünger als Karl Valentin. Und so sieht er sie und meint anschließend zu ihr, sie Fräulein, als Soubrette taugen sie überhaupt nichts.
Jetzt müssen wir, Frau Rinnberger, deswegen sind wir ja hier. Und ich habe jetzt zwei Fachleute an mir. Weil das Entscheidende ist, die wunderbare Liesel Karlstadt wird damals immer als Soubrette genannt. Das ist ein Begriff, den kennen wir heute ja nicht mehr. So was ist oder was war damals eine Soubrette? Also so ein Volkssängerabend war ein bunter Abend, ja, aus unterschiedlichsten Stücken. Und dann gab es halt immer die hübschen Mädels im Flitterkleid, die operettenmäßig da aufgetreten sind, fesch, kess und ein Lied dargeboten haben dazwischen. Und so ist die Liesel aufgetreten und so hat sie der Valentin gesehen, meinte, ihr fehle aber das Talent dazu, aber sie habe Talent zum Komischen. Das fand sie erst nicht so komisch, die war dann erst mal beleidigt. Kann man nachvollziehen? Und so sieht er sie und das macht er aus ihr, nämlich eine Parodie einer Soubrette. Also links ist es sozusagen sie in ihrem Soubrettengewand und rechts ist das dann das schon die Schöpfung von Karl Valentin. Liesel Karlstadt wird auch gar nicht als Liesel Karlstadt geboren, sondern als Elisabeth Milano und diesen Künstlernamen gibt ihr ja der Karl Valentin. Aber was jetzt passiert, ist, dass ihr die Partnerin für die großen Stücke. Eigentlich eine Kernreaktion, die über 30 Jahre lang halten wird. Dieses Duo, das passt perfekt, wie Wim zu Doof, Don Quixote zu Sancho Panza. Oh, und jetzt kann er sich auch von diesen kleinen Soloszenen lösen und sie machen die großen Stücke wie den Firmling, die Orchesterprobe. Viele Ideen auf die Liesel Karlstadt zurück. Sie kennen das vom Firmling, oder? Ja, natürlich. Da können wir ja dann mal hinschauen. Mal gerne. Also Firmling, einer der großen Klassiker. Mhm. Kann der Herr Wagner genau erzählen. Ja, ist einer der großen Klassiker, der Firmling, ist auch eines der ersten Stücke, die bei der Wiederentdeckung Karl Valentins dann in den 60er Jahren wieder aufgeführt werden. Genau, es ist spannend, weil da die Liesel Karlstadt auch wie häufig eine Hosenrolle spielt, also als Bub in diesem Fall auftritt und mit dem Vater, wie es dann üblich ist, nach der Firmung macht man mit dem Firmpaten, dem der Papa, einen Ausflug und man entschließt sich da in ein feines Lokal zu gehen, in dem man eigentlich als so eine durchschnittliche Münchner Familie gar nicht hineinpasst und auch dem Weinzwang fast zum Opfer fällt, in dem die Tränen vergossen werden. Genau. Und sie betrinken sich, der Pepperl, so heißt der Bub, raucht seine erste Zigarre. Also der Vater betrinkt sich, der Pepperl betrinkt sich nicht. Also, das ist der tragische. Er kriegt Macaroni mit Schinken. Ja, genau. Und es gibt einen Affenthaler, was einen der Vater... Einen Käse in der Flasche. Genau. Haben Sie denn einen Käse in der Flasche? Also wir schauen jetzt hier so gebannt drauf. Es ist natürlich, der Firmling kommt hier auch. Das ist der Theaterbesuch, der hier läuft. Also diese Station ist überschrieben vom Karikaturkomiker zum Charakterdarsteller. Weil bei Karl Valentin, wie bei jedem guten Komiker, Tragik und Komik ganz nah beieinander liegen. Und oft weiß man nicht, lacht man jetzt noch Tränen, weil das Ganze so lustig ist, oder weint man jetzt schon, weil das Ganze so tragisch ist. Dafür ist nämlich der Firmling ein Paradebeispiel, weil man kann sich in diesem Lokal nicht bewegen. Und der Vater betrinkt sich heillos über den Nachmittag, bestellt eine Flasche Schnaps, teilt sich aber die Makaroni mit dem Burm. Mhm. Ja, also das muss man sich vorstellen, das ist aber wahnsinnig teuer und zum Schluss ist halt der Vater betrunken, im Burm ist schlecht, weil er seine erste Zigarre rauchen muss und die Liesel Karlstadt, die den Firmling spielt, sagt immer, was sagt sie immer, aber... Schön ist. Aber halt ist tüchtig. Ja. Und genau. Das singt dann immer, sage ich noch einmal. Das ist so schön. Aber halt ist so schön. Ja. Oh, das war die Jugend, die kommt nicht mehr, singt er immer. Ja, ja. Und dann sagt er irgendwann der Vater, ich war armer Jung, vielleicht jünger als du. Ja. Also das ist, und bei dem Theaterbesuch ist das eine ähnlich tragische Geschichte. Die beiden kriegen Theaterkarten geschenkt und von der Nachbarin und dürfen da ins Theater gehen, aber können sich nicht darauf einigen, ob man jetzt zuerst ist, sich zuerst anzieht und es beginnt das Szenario eines Ehealltags. Ja. Man streitet sich bis aufs Blut, bis man wegkommt. Zum Schluss mag man gar nicht mehr gehen und ist fix und fertig. Oh, da fallen dann so nette Worte, du bist es nicht wert, Fanny, dass dich die Sonne begießt. Ja? Und sie sagt dann, oder er sagt dann ganz typisch,
Ich möchte nur wissen, ob es bei anderen Leuten auch so zugeht wie bei uns. Ja? Und trifft natürlich da den Nagel auf den Kopf. Und dann ist die Theatervorstellung erst einen Tag später. Und jetzt sind wir hier nochmal bei dem Firmling. Da sieht man das nochmal ganz schön. Und diese Idee eben geht auf die Liesel Karlstadt zurück, das Firmling. Die hat dieses Szenario tatsächlich in der Reinigung erlebt, wo einer eben die Geschichte erzählt vom gebrauchten Firmenanzug, der passt hat, obwohl er den Burm doch gar nicht kennt. Ja? Und das ist eines der zentralen Themen dann hier in diesem Firmling. Zur Liesel Karlstadt werden wir gleich noch genauer mal eingehen, weil oftmals wird sie ja nur so als die Partnerin hingestellt. Manchmal schenkt man ihr noch ein Adjektiv, die kongeniale Partnerin, aber sie hat ja ganz viel auch noch im Privaten dann mit ihm zu tun gehabt. Aber das schauen wir dann noch oben an. Also als erstes mal ein Liebesverhältnis hat sie mit ihm. Ach doch. Da ist er her. Gibt es ja auch wunderbare Anekdoten aus diesem Liebesverhältnis, wo sich der Geschichte nach einmal Valentin und seine zwei Damen im Leben, die Liesel Karlstadt und seine Frau, die Gisela Reues, auf der Straße getroffen haben sollen und die Damen sich wohl nicht so begeistert empfangen haben, müssen also im Streit sollen ausgebrochen sein. Und der Valentin, die musste es furchtbar peinlich gewesen sein. Er hat das zwar nie aufgelöst, diese Szene, sondern nur gesagt haben zu den Leuten, die natürlich neugierig zugeschaut haben, geht's weiter, wir dran bloß an Film. Ja, da waren ja nur Filmaufnahmen, also der hat das erstmal von Weitem beobachtet, bevor er dazwischen gegangen sind. Die sind sich da wirklich tatsächlich in die Haare gekommen. Das ist natürlich gut, das werde ich mir nämlich zukünftig merken als Ausrede, immer wenn es bei mir mal zugeht im Leben und jemand schaut zu, sage ich, wir drehen einen Film. Ja, das mache ich einmal so. Ist das auch Ihr Trick? Ja, ja. Man kann von Karl Valentin sich nicht nur unterhalten lassen, sondern fürs ganze Leben. Man kann immer von Valentin im Leben lernen. Also Valentin ist ja ein großer Philosoph, der wir haben ihn hier mit seinen Sprüchen, mit seinen Aphorismen überall zu Wort kommen lassen. Und es gibt heute kaum einen Tag, wo sie nicht von einem Valentin-Zitat begleitet werden. Es ist wirklich ein Fundus bis in die jetzige Lage. Tatsächlich, es gibt immer den passenden Aphorismus dazu. Und deswegen ist er auch bis heute so aktuell. Also so vor 2 Jahren, also, oder als 2016, die vielen gestrandeten, verzweifelten Flüchtlingen in München aufgenommen wurden, war das eines der meistgesehenen Sätze auf Transparenten und Plakaten. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde, zum Beispiel. Also insofern ist er immer hochaktuell. Wir stehen jetzt hier gerade vor den Raubrittern von München. Die Raubritter, ja, genau. So sind's. Vor der Originalkulisse des Isartors spielend. Es hat ja auch einen Grund, warum wir hier im Isartor sind, unter anderem. Und dieses Stück hatte Premiere in den Münchner Kammerspielen. Also hier kommt jetzt Karl Valentin und Liesel Karlstadt ins richtige Theater. Ins richtige Theater, ins also richtige weg von der Volkssängerbühne. Vom Wirtshausbrettel praktisch ins richtige Theater, was eigentlich gar nicht ging, weil da durfte man nur als Ausgebildeter. Als Schauspieler, als natürlich in ernsthaften Stücken und Rollen auch hin. Also so ein Zugang war natürlich dann über Bertolt Brecht für Karl Valentin, aber als so ein Volkssänger aus dem breiten Volk heraus. Das ging nicht. Der ja auch so prinzipiell nicht unbedingt diese Bühnenthemen hatte, sondern seine Themen waren ja die des kleinen Mannes, die Konfliktreichen, was man jetzt so in der großen Bühne ja nicht aber, so oft hat. Aber er unterscheidet sich natürlich von dem ganzen Volkssänger-Szenario. Und er schafft ja ein Werk, das ja ganz grandios ist, das ja heute noch gültig ist und in viele Sprachen übersetzt wurde und heute zur internationalen Theaterliteratur gehört. Und das hat, wie schon gehört, eben Bert Brecht sehr früh erkannt. Und er war ganz junger Intendant an den Kammerspielen oder Dramaturg war an den Kammerspielen und holt den Valentin hierher und schreibt ihm sogar ein Zeugnis, dass er überhaupt dort spielen kann. Genau, und andererseits finde ich es ja auch so spannend, dass auch der Brecht tatsächlich den Valentin unwahrscheinlich als Künstler schätzt und wahnsinnig auch viel von Valentin übernimmt. Für sein Werk. Sie arbeiten ja auch zusammen. Es gibt ja diesen Film Mysterien eines Friseursalons, wo Bert Brecht mit... Er macht die Regie. Er macht die Regie. Genau. Und Valentin spielt und Liesel Karlstadt.
Und die Caroline Neher spielt da auch mit, was sehr interessant ist. Sie hat dann später eine interessante Geschichte. Also es trifft sich da ein ganzes Gemisch der 20er Jahre immer wieder zusammen. Und Brecht nennt auch Valentin bis zum Schluss seinen einzigen Lehrmeister. Und Brecht hat eigentlich keinen Lehrmeister. Also Brecht hat Brecht ist Brecht. Brecht ist Brecht. Aber den nennt er sehr ausdrücklich, weil er von ihm wirklich wahnsinnig begeistert war, wie Kurt Tucholsky, wie Leon Feuchtwanger. Und so weiter und so fort. Große Kritiker wie der Alfred Kerr. Alfred Kerr und Ernst Bloch, der Philosoph, sagt über Valentin, also er bezieht sich da auf den Ententraum in die Raubritter von München, wo es darum geht, er träumt von einer Ente, vor ihm schwimmt ein Wurm 30 cm gelb. Und in dem Moment, wo er ihn fressen will, wird er geweckt von seinem Trommelbub Liesel Karlstadt und jetzt beginnt ein hochphilosophischer Dialog darüber, ob das eigentlich ein Glück oder Unglück ist, weil er eigentlich eine Ente, was ganz was Kreisliches ist, aber ein Wurm, was ganz was Kreisliches ist, aber eben für die Ente das Höchste. Und über diesen Dialog sagt Ernst Bloch später, das sei tiefste Philosophie, bayerischer Talmud, und wundert sich, woher das eine nimmt, aus einem Volk, der sich eigentlich nur immer mit Biertrinken beschäftigt. Aber das ist ja auch diese Zwiebelschale, die der Karl Valentin hat. Erst vordergründig dieses körperlich Klamaukige, seine Statur, das Magere, dann das Wortspiel und der Klamauk. Aber je näher man hinkommt und je mehr man bekommt von Karl Valentin in seinen Stücken, desto tiefer, philosophischer und doppelbödiger oder mehrbödiger wird es eigentlich. Das ist ja so unglaublich, also auch diese Gültigkeit, die das hat. Also ich war jetzt letzte Woche völlig begeistert, weil im Zündfunk, also wer es kennt, Bayern 2, Zündfunkhörer, also ich bin da Stammgast, und gab es ein Album der Woche, und wie hieß das? Ententraum. Eine junge Essener Band, die so sehr elektronische Musik machen, sehr spannende Musik, sehr experimentelle Musik, hat ihr Album, das ganze Album Ententraum genannt, das gerade sehr gehypt wird. Und bezieht sich tatsächlich auf den Ententraum von Karl Valentin. Also es regt bis heute immer wieder zu neuer Kreativität an im Umgang, und das finde ich so spannend, wenn man mit Valentin zu tun hat. Und ich finde, das ist aber gleichzeitig auch eine ganz große Tragik, also weil er in seiner Zeit von der Kritik, also von der großen Kritik, so unwahrscheinlich positiv aufgenommen worden ist, heute wiederentdeckt und weiterwirkt, aber eigentlich in seiner Stadt, in seiner Zeit, also oder zum Ende seiner großen Karriere, fast vergessen worden ist. Ich finde, das passt dann auch nochmal unwahrscheinlich. Also ja, so ist es mit dem Valentin bis heute. Ja. Das ist echt so der Prophet im eigenen Lande. Also natürlich hat man offene Türen bei Karl Valentin und gleichzeitig gehen sie auch sofort wieder zu. Das habe ich viel erlebt. Woran liegt es? Weil das ist eine Frage, die habe ich mir auch gestellt. Also Karl Valentin kennt jeder, man lacht gern drüber, und gleichermaßen hat er natürlich auch ein bisschen was Sperriges, wo vielleicht nicht jeder immer einen Zugang findet, was vielleicht manchen abschreckt. Was Sie als Chefin hier? Er spaltet schon die Gemüter. Also entweder man liebt ihn oder man kann damit gar nichts anfangen. Ich kenne auch einige, die mit dem Valentin überhaupt nichts. Also wenn man dann... Oder man erzählt über Karl Valentin und dann kommt, ach, das ist doch der mit der Linie 8. Ja, das ist der Weißviertel, von dem man eigentlich außer der Linie 8 gar nichts mehr kennt. Also die meisten. Ja. Aber man wünscht sich dieses Volkstümliche. Und das liefert der Valentin dann natürlich nicht. Ja. Sondern ist anders. Also er ist ganz schwer einordnenbar. Ja. Also er ist quer zu den Dingen. Also gut, dieses Wort quer ist halt so missbraucht, dass man es eigentlich nicht mehr gut sagen kann. Aber er schwimmt gegen den Strom. Er ist sperrig. Gegen die Denkrichtung, sage ich jetzt mal so. Und das macht ihn ein bisschen schwierig. Und vielleicht ist er in München zu selbstverständlich. Ich glaube, man ist sich dieser Tragweite dieses großen Künstlers oft gar nicht bewusst. Also gerade also seine Pionierleistungen, auch mit neuen Techniken, das ist wirklich ganz herausragend. Was für mich vielleicht auch so eine Rolle spielt, dann gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, dass diese Tragik, die immer bei ihm drin ist, auch dieses Hinterfragen in einer Zeit, in der man weitermachen wollte, vielleicht einfach zu komplex
war für die Leute und man einfach diesen leichten Humor, wenn ja ein Weißviertel dann auch bietet, wenn man jetzt halt in die politischen Hintergründe reinschaut, das wird es weit vernetzt vielleicht. Aber das ist ja ganz interessant, dass dann solche angepassten oder ja, nur vordergründig humorischen Leute dann Erfolg haben, aber die mit dem Hintersinn nicht. Und gerade auch bei Valentin, der Relaunch, würde man heute sagen, eigentlich 1948 auch krachend scheitert mit der Sendung. Es dreht sich um Karl Valentin, aber seine Partnerin oder die Liesl Karlstadt dann eigentlich später nochmal richtig durchstartet. Das finde ich auch unwahrscheinlich spannend. Also mal aufschauen zu dieser Karte. Wollte ich jetzt gerade vorschlagen, wir... Da kam nicht die Geschichte, da können wir vielleicht nochmal dazu rein. Wir Leute, wir gehen jetzt mal hoch zur Liesl Karlstadt, denn ja, die hat dank der Frau Rimberger hier auch nochmal eine eigene Ausstellung, einen eigenen Bereich bekommen und da gehen wir jetzt hoch. Ich folge unauffällig. Wenn wir hier nochmal runterschauen auf die Ausstellung, ich mag dieses Foto in diesem Leuchttier wahnsinnig gerne. Das ist für mich so symbolisch für den Valentin. Valentin passt in keinen Rahmen. Er zwängt sich da rein, er sprengt eigentlich jeden Rahmen mit seiner Kunst. Das finde ich, steht so metaphorisch für die Kunst von Karl Valentin. Aber spätestens seit 1912 geht Karl Valentin nicht mehr ohne Liesl Karlstadt. Genau, ab 1913 haben sie ihren ersten gemeinsamen Bühnenauftritt. Und der Valentin ist ja immer der Valentin, also statisch sozusagen als Valentin. Und das macht das Duo so aus, weil wenn er der Fixstern ist, dreht sich die Liesl Karlstadt immer um ihn rum und kreist wie ein Satellit um ihn und das in einer unglaublich wandelbaren Art und Weise. Und wenn Sie hier dieses Fries oben anschauen mit den diversen Bildern von der Liesl Karlstadt in ihren unterschiedlichsten Rollen, sehr oft Hosenrollen, sehr oft Männerrollen. Sie sehen ihn vorne hier als Orchesterchef mit Bart, mit dem Spitzbart. Da sind wir, genau. Also da zeigt ja Liesl Karlstadt ihr volles Talent in der Orchester. Die ist also wirklich unglaublich wandelbar, flexibel und das macht auch dieses Duo Karl Valentin so aus, weil sie ist ja nicht nur seine Liebespartnerin, Bühnenpartnerin, sie ist auch seine Psychologin und Betreuerin. Was ja auch viele nicht wissen, Karl Valentin ist Hypochonder, reist nicht gern, ist also eine richtig anstrengende Persönlichkeit sehr im Privaten. Ja, ein schwieriger Mensch, ja. Und das ist ja auch etwas, wo die Liesl Karlstadt eigentlich dann schon bald auch drunter leidet und das wird ja immer mehr. Es wird immer mehr. Also dieses System Liesl Karlstadt, Karl Valentin basiert auf diesem großen Einfühlungsvermögen von der Liesl Karlstadt, sich zu 100% auf diesen sehr, sehr schwierigen Menschen einzustellen. So funktioniert auch die Bühnenarbeit. Also das passiert in der Improvisation. Valentin kann keine Texte aufschreiben, Valentin kann sich auch keine Texte merken. Liesl Karlstadt sortiert es, schreibt es auf, aber so entwickeln sich auch die Stücke praktisch in der Improvisation. Also man hat ein Wort, das gibt das andere, die Liesl weiß sofort, was zu entgegnen und so passt es wahnsinnig toll zusammen. Man erfindet einen Gag nach dem anderen und am Ende schreibt man das Ganze auf und hat die Hälfte schon wieder vergessen. Ja, so beschreibt es die Liesl Karlstadt auch, immer auf kleinen Zettel, weil große konnte der Valentin nicht ertragen. Und sie ist natürlich auch so flöße und er hat wahnsinnig oft Angst vorm Auftreten. Sie gibt auch das Timing vor. Man hat oft das Gefühl in den Filmen, genau, dass sie diejenige ist, die das Timing im Griff hat. Sie ist unglaublich genau in diesen Dingen, wobei der Valentin schon auch sehr präzise in seinen Dingen ist. Es ist ein sehr präziser Arbeiter. Man muss sich heute vorstellen, diese Filme, die Kurzfilme, die wir vor allen Dingen kennen,
Das sind wirklich in einem Take oder in zwei Takes sind diese Filme entstanden. In zwei, drei Tagen war so ein Film fertig. Also da wurde nichts geschnitten, sondern es ist so 1:1 abgefilmt. Also da muss man sehr parat sein und manchmal stimmen sie auch nicht ganz im Timing. Ja. Aber jetzt, Frau Rimberger, Sie haben ja hier einen ganz besonderen Schatz. Ja. Bezüglich Liesl Karlstadt, das ja auch nochmal ein ganz neues Fenster aufmacht zur Karlstadt. Ja, wir haben, den haben wir ja allerdings in dieser Ausstellung noch nicht präsentiert. Wir hatten ihn vor 2 Jahren in einer Sonderausstellung gezeigt. Es kamen aus Amerika 140 Briefe und Postkarten zu mir. Sowas ist für jeden Historiker ist das ein Schatz. Das ist ein umwerfender Moment, der nimmt einen wirklich, das ist jetzt nicht übertrieben, da hält man mal die Luft an, weil man mit sowas nicht rechnet. Also wir kriegen manchmal einen Brief, einen Autografen und man denkt, man hat schon irgendwie alles. Und plötzlich kommt so ein ganzes Bündel. Und Sie haben es ja vorhin schon erzählt, dass die Liesl Karlstadt auch da natürlich auch unter dieser sehr... vielleicht würde man heute manchmal so sogar sagen, toxischen Beziehungen. Ich wäre mit diesem Begriff in diesem Zusammenhang etwas vorsichtig, weil sie war auch unglaublich fruchtbar. Aber wird sie immer gefährdeter, auch in ihrer Persönlichkeit. Und das Ganze, um es kurz zusammenzufassen, gipfelt 1935 im April in einen Selbstmordversuch. Sie stürzt sich in die Isar. Versucht sich das Leben zu nehmen. Nehmen wird rausgezogen und gerettet, es war ein eiskalter Apriltag, und kommt in die Psychiatrie in die Nussbaumstraße. Und aus dieser Nussbaumstraße heraus beginnt dieser Briefverkehr, den wir hier haben. Das sind nämlich Briefe, die Liesl Karlstadt an ihre Freundin Norma geschrieben hat, von der wir bis dahin gar nichts wussten. Ein Satz ist mir da so im Kopf geblieben, da schreibt sie, es ist schwierig. Er ist schwierig. Ja, Gott sei Dank ist es bald vorbei. Ja. Es gibt viele sehr berührende Sätze in diesen Briefen. Wir können ja mal hier schauen. Also mit diesem Selbstmordversuch, was auch ganz interessant ist, wir haben ja die Unterlagen aus der Nussbaumstraße. Die Psychiatrie, also durften wir einsehen, die hatte Gunnar Wendt für ihre Biografie auch schon eingesehen. Also ihre wirklich persönliche Medizinkrankenakte sozusagen. Ja, die ist in der Nussbaumstraße, das ist selten, aber die haben so ein extra Archiv für berühmte Persönlichkeiten, wo sie Akten aufgehoben haben, weil die gäbe es sonst gar nicht mehr. Und da sind auch die Polizeiakten, also die Einlieferungsakten dabei, was an dem Tag eingeliefert wurde. Und da gab es zu der Zeit viele Suizidversuche oder Suizide aus unterschiedlichen Gründen, aus Liebeskummer, aus Ehezwist, Arbeitslosigkeit, Kriegsheimkehrer, die mit dieser Situation nicht fertig geworden sind und. Und bei der Liesl Karlstadt steht als einziger der Grund Kummer. Kummer. Ja, das fand ich auch sehr berührend, ja. So, sie hatte wirklich Kummer und von jetzt an beginnt für die Liesl Karlstadt eine lange Strecke von gut 10 Jahren der Gehversuche und der Rückschläge. Aber Kummer ist jetzt, das klingt jetzt fast schon so romantisch. Wie würde man das heute nennen? Depression, Burnout? Nein, also wahrscheinlich war es eine bipolare Störung, würde man das heute sagen, oder manisch-depressiv, wodurch auch immer ausgelöst. Wie gesagt, dieses Verhältnis, diese Beziehung, die Künstlerbeziehung wie die private, war sehr, sehr fordernd von Liesl Karlstadt. Liesl Karlstadt geht immer mehr eigene Wege, nimmt Rollen als Frau Vogel im Sturm im Wasserglas an, wenn man da nach oben filmt. Da sehen wir so schöne Kostüme von ihr. Und da hinten sehen Sie dieses gelbe, schöne Kleid. Das ist aus der Frau Vogel. Das ist eine ganz klassische Rolle, die Liesl Karlstadt von der Therese Giese übernommen hat. Und sie wird gefeiert dafür. Ja? Weil, also da ist sie aber weit weg vom Klamauk. Da ist sie an den Kammerspielen sehr seriöse Schauspielerin. Sie wird davor von den Kritiken gelobt. Die Giese hatte die Distanz, die Liesl Karlstadt war
hat die Frau Vogel total verkörpert. Sie geht zuerst in den Kammerspielen, spielt einen ganzen Abend die Hauptrolle und geht anschließend mit dem Karl Valentin, die Volksgeschichten, die beginnen erst spät nachts, auf die Bühne und macht nochmal einen ganzen Abend mit ihm. Wahnsinn, und, unvorstellbar. Und das war aber für sie die einzige Möglichkeit, aus diesem System, also sich selber als Künstlerin zu finden, weil sie konnte aus diesem Valentin-System noch nicht raus. Und Valentin hat ihr auch ganz klar sofort signalisiert, dass das, was sie hier machen, die eigentliche Kunst ist und das andere ist ihre Spinnerei. Spinnerei. Ja. Und so, wie gesagt, gipfelt das Ganze in einer Lebensmüdigkeit und sie ist dann 10 Monate in der geschlossenen Psychiatrie in der Nussbaumstraße. Es gibt dann wiederholte Psychiatrieaufenthalte und wie gesagt, aus diesem Briefverkehr wissen wir ein bisschen, wie es ihr da gegangen ist, weil wir sonst überhaupt keine so persönlichen Überlieferungen von Liesel Karlstadt bis dahin hatten. Sie ist immer sehr zurückhaltend in ihren Aussagen, auch in diesem Briefverkehr. Deswegen stehe ich jetzt hier vorne. Also es gibt dann unterschiedlichste Erfolge der Liesel Karlstadt Solo. Sie hat viele Filme gespielt, gute und schlechte. Meistens so immer die tragenden Nebenrollen, sage ich jetzt so. Man hat immer mit ihr auf dem Plakat geworben. Sie ist unglaublich anerkannt in dieser Künstlerlandschaft der Zeit. Da unterscheidet man auch nicht zwischen U und E. Das geht von Gründgens bis zu Therese Giesel und der Erika Mann, zu der sie auch ein enges Beziehung hatte. Und sie ist immer wieder krank, auch dann mal sehr körperlich sehr krank. Sie hat eine schwere Sepsis, die ihr fast das Leben gekostet hätte und das Bein. Und sie war ja so ein Bergfex. Ja? Sie sind hier ihr Gebirgstagebuch. Die Berge hat sie geliebt? Die hat sie geliebt und wenn sie irgendwie freie Zeit hatte, ging sie ins Gebirg. Und wenn man das jetzt hier aufblättern würde, das Gebirgstagebuch, da sieht man alle ihre Touren, die sie gegangen sind. Und es waren schon ganz schöne Touren. Ich bin mal ein paar nachgegangen. Also da, anspruchsvoll? Das ist schon anspruchsvoll, mit Kletterpartien auch drinnen, auch auf Schienen. Und eines Tages ist sie völlig erschöpft. Da ist Valentin, tritt schon nicht mehr auf im Krieg. Sie hat eine große Revue, die Münchner Geschichten hat, ist damit mit Gondrell, ist damit sehr, sehr erfolgreich und auch völlig erschöpft am Ende dieser Spielzeit und muss sich eigentlich erholen. Aber alle Sanatorien sind voll mit, wir sind ja schon im Krieg, mit Soldaten für Kriegszwecke. Und so hat sie einen Freund in Erwald, das war der Pianist vom Simplicissimus, der ihr seine Ferienwohnung dort anbietet. Und dann fährt sie dorthin und es geht ihr wirklich sehr, sehr schlecht. Sie fährt mit dem Dr. Badenhausen, das war der Dramaturg von Gründgens, hin und der geht immer Touren auf die Zugspitze und so und sie will mit. Und als es ihr ein bisschen besser ging, hat sie ihn begleitet und es gab die, nach dem ewigen Schonkostmus, gab es Speck, Rotwein auf der Hütte und von dem Tag an ging es ihr gut und Badenhausen ist abgereist und sie ist geblieben und hat sich dort mit den Gebirgsjägern angefreundet. Und das ist jetzt ein Kapitel, das wirklich komplett absurd sich anhört. Ja, Liesel Karlstadt wird Muli-Pflegerin bei den Gebirgsjägern auf der Erwalder Alm. Wunderschön gelegen, heute leider durch den Skizeugers etwas zerstört, aber ich war auch wiederholt oben und kann mir diese Erholsamkeit vorstellen. Und da schreibt sie eben, ich ruhe mich hier von großen Strapazen aus. Und sie hat da ein Vergnügen mit diesen blutjungen Soldaten, die am Anfang, das sind Fernmeldetechniker, die haben da noch nicht so viel zu tun. Die kümmern sich um die Mulis, weil die Mulis sind die einzigen, wo man sich als Nachrichtenmelder, bis heute ist das übrigens so, durchs Gebirge bewegen kann mit Kabeln und so weiter und so fort. Und sie kann mit denen so gut und zieht dann irgendwann rauf auf diese Alm und ist dort der Gefreite Gustav. Gefreite Gustl, und, das sieht man hier.
Und man sieht es hier vor allen Dingen schön hier in Uniform in diesem Album, das von ihr stammt. Und das sind ja auch ihre Fantasieklappen. Das ist natürlich eine Fantasieuniform. Und hat da, glaube ich, eine ziemlich gute Zeit. Und die spielen dann auch Theater im Gebirge. Ja? Wahnsinn. Also unvorstellbar. All diese ganze Geschichte, Frau Rimberger, haben ja Sie zusammengefasst in einem Buch. Das heißt Liesel Karstadt, Schwere Jahre. Mhm. Also das als kleiner Tipp jetzt mal für unsere Zuschauer. Mit meinem Kollegen Andreas Koll im Kunstmann Verlag mit sehr, sehr vielen Bildern, die wir da auch zusammengetragen haben. Jetzt würde ich mal sagen, gehen wir noch ganz hoch, dass wir den Turm vollständig besucht haben. Denn genau. Dann lassen wir Ihnen den Vortritt. Ins Stüberl gehen wir jetzt. Sie sehen schon, es ist hier schon recht verwinkelt und eng. Es ist, hat die Luise Kinsey ja mal gesagt, wie durchs Hirn von Karl Valentin. Auch so eng und auch so verwunden. Gibt es ja auch ein schönes Zitat von Eugen Roth, ganz in die Richtung, der das Panoptikum von Valentin besucht hat und gemeint hat, hätte sich die Irrenwindungen dieses Hirns nicht schlimmer vorstellen können. Ja, da war es sehr schockierend. Ja. Also jetzt sind wir hier im Stüberl, wo es jetzt gerade noch etwas ruhig ist, aber hier gibt es normalerweise eine Weißwurst, eine Tasse Kaffee. Und einen super selber gemachten Kuchen von meiner ganz tollen Wirtin Bernadette Obergrußberger, die wir sehr vermissen, weil wir hier oben noch nicht offen haben und uns wirklich darauf freuen, wenn wir hier auch wieder öffnen dürfen, weil hier haben wir schon viele gute Nachmittage und wahnsinnige Abende mit allen Künstlern, die in München hier Rang und Namen haben, der Kabarettszene schon verbracht und sehr eng, dicht an dicht, man kann sich das jetzt kaum vorstellen. Und das können Sie gut erklären, Herr Wagner. Also ich finde es auf jeden Fall erst einmal wunderbar, dass man eigentlich auch diese durch Valentin geprägte Kombination von einer Bühne, einer Gastronomie und eben einem Museum nach wie vor hat und das aber wirklich, finde ich, gut angepasst an unsere heutigen Sehgewohnheiten und auch Lerngewohnheiten, weil man eben auch ein bisschen weggekommen ist von dem Panoptikum und sich hier oben dann erholen kann sozusagen vom geistigen Genuss dann zum körperlichen Genuss, das gehört ja immer zusammen, Leib und Seele, und dann hier auch wunderbar mit Münchner Originalen zusammen dann seine Weißwurst essen kann und eventuell auch ein Getränk dazu einnehmen kann, mit dem Blick auf die Stadt hinaus. Also wir sehen hier zum Beispiel den Kapellmeister Sulzbeck, genau, der mit dem hier unten auf dem Bierfassel Hurax Dax Box bei der Hax also der erste zum Tanz aufgespielt hat. Der Kapellmeister im Hofbräuhaus. Genau. Gibt es ja mehrere dieser Originale, die uns auch wieder Valentin immer wieder mit ihren Aussprüchen entgegenkommen. Der mit dem Zylinder oben, das ist der Wohnkutscher Kränkel. Wer Co, der Co. Ja. Als er den König Ludwig, den ersten, den wir heute auch schon hatten, der ja dieses Isartor umbauen hat, das er angeblich überholt haben soll, verbotenerweise beim Ausfahren im Englischen Garten. Der Kränkel war jetzt aber kein einfacher Kutscher, das muss man sagen, der hatte schon auch einiges zu sagen, war großer Unternehmer, Lohnkutscher würde man eher sagen, Spediteur, das ist auch wieder was er gemeinsam hat mit Valentin. Und er hat beispielsweise, haben seine Pferde beim 1. Oktoberfest das Rennen gewonnen oder Kränkel hat den Umzug vom Sohn Ludwigs des I. von Otto, der dann später König von Griechenland wurde, den Umzug nach Nauplia in die damalige Hauptstadt Griechenlands organisiert. Wir haben unten jetzt gerade, ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, den Einzug von Otto ins Isartor. Also gerade dieser besagte Otto, der dann König von Griechenland war, kurzzeitig und in Nauplia noch immer ein Denkmal hat. Genau. Ja, auch dieser, wo das Parlament drin ist in Griechenland, ist immer wieder, also aufgrund der Lage in Athen, in den Nachrichten ist das auch ein Bau von Otto. Ja. Und ich habe mir sagen lassen, die Steuerkataster sind aus der Zeit. Aber das stimmt. Also genau. Ich war tatsächlich letztes Jahr in Athen und auch in Nauplia und habe mir das alles ein bisschen angeschaut. Und da ist München sehr präsent. Ja, auf jeden Fall. Sogar beim Bier. Sogar beim Bier und bei den blau-weißen Farben. Mhm.
In blau-weißen Farben und Bau, das ist das Wort, das mir jetzt hängen geblieben, bauen. Ja. Das ist ja auch noch ein Aspekt, den wir vielleicht heute noch besprechen sollten. Ja. Das Bauen, das Isartor, haben wir ja jetzt schon gelernt, dank des Wissens von Markus, ist ja ein über die Jahrhunderte ständig sich verändernder Bau, zerbombt, auch im Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut. Und es ist die Frage, was ist die Zukunft vom Museum und vom Isartor? Wollen wir da vielleicht mal runterschauen? Ja, sehr gerne. Dann, also was ich vielleicht, was man hier im Turmstüber schon mal festhalten kann, ist, dass wir tatsächlich die Fluchtwege hier derzeit über die Fenster haben. Die Fluchtwege über die Fenster. Das heißt, das sieht man hier auch, das ist ernst gemeint in dem Fall. Da kommt die Feuerwehr, leitet an und dann wird man über die Leiter gerettet. In das Treppenhaus sollte man nicht gehen, weil das ist ein Kamin. Das ist gerade ein Problem, das uns sehr beschäftigt und vor allen Dingen auch die feuerpolizeilichen Behörden uns da sehr auf die Füße steigen, nicht zu Unrecht. Ja. Da gibt es jetzt diverseste Ideen, was man da machen kann. Zunächst wurde hier geplant oder ist noch immer in der Denke, dass man dieses Treppenhaus hier einhaust, aber Sie haben schon gerade gesehen, wie wir heraufgegangen sind. Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, weil das wird ja noch enger, die Türen, Brandschutztüren dann in die Räume rein und dann soll von dem Liesel-Karlstadt-Kabinett, wo wir gerade waren, ein Loch gebohrt worden in den Boden. Und das ist dann der Fluchtweg runter über die Valentin-Ausstellung. Ich stelle mir das für ein älteres, vielleicht auch gehbehindertes Publikum oder schwangere Frauen sehr schwierig vor. War großes Bemühen da, in diesen Gebäuden hier diese Auflagen zu erfüllen, die, glaube ich, in diesem Gebäude, so wie es jetzt ist, nach meiner Meinung nicht zu erfüllen sind. Und deshalb haben wir uns andere Dinge ausgedacht, das könnten wir uns Also Leute, ihr merkt, sollte hier was passieren, momentan müssen wir aus dem Fenster hupfen oder uns durch ein Loch abseilen. Nein, also bitte, die Leute sind hier immer noch sicher, wir gehen ganz vorsichtig um. Aber wir haben jetzt auch in Corona gelernt, dass wir wahrscheinlich lange oder vielleicht für immer Abstände halten müssen. Und da sind wir hier natürlich in diesem Treppenhaus auch sehr eng und ist hier im Turmstüber sind schon 70 Leute gesessen und so bei zünftigsten Abenden ganz eng, wo man sagt, rutscht es nur ein bisschen zusammen. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen und ich hoffe, irgendwann kann man das wieder, aber das muss man auch bei all den Plänen mitdenken. Also Leute, begleitet uns jetzt nochmal nach unten, nach außen. Wir schauen uns jetzt an, wie ein Isartor und ein Museum zukünftig ausschauen kann. Dass wir hier Abstand halten und Valentin und Karlstadt weiterhin gut genießen können. Ich finde auch, der Valentin hat ja auch schon leiden müssen unter Brandschutzauflagen mit seinem Theater in Goethesaal. Im Goethesaal, genau, in der Leopoldstraße, meine ich was. Wo er in einem Sketch auf einen brennenden Zigarettenstummel bestehen wollte und deswegen wurde ihm die Konzession entzogen, also nach 8 Wochen Karriere als Theaterleiter. Oh mein, also ich sage euch, mir wird ganz schwindelig hier. Ja, Wahnsinn, aber das ist jetzt praktisch, Sie lösen ja das auf, was Sie vorher anders sind. Ach so, das sagen Sie jetzt. So, dann Servus. Dann verlassen wir jetzt das Museum. Leute, Drehwurm. Uiuiui, das ist ganz schnell. Und jetzt kümmern wir uns nochmal um das Thema die Zukunft des Museums. Und dazu, Frau Rimberger, gibt es ja hier nochmal eine. Ja, Pläne, Ideen, ja, also, Skizzen. Wir haben ja hier im Innenhof, Sie haben es ja am Anfang schon angeschaut, eine Ausstellung Isartor im Wandel der Zeit, wo wir eben schon zeigen, dass das Isartor eine Idee ist von dem Isartor, das es mal war und mit dem ursprünglichen gar nicht mehr so viel zu tun hat. Wir sind jetzt eigentlich eher beim
Herrschaftsverständnis der Wittelsbacher. Und eigentlich ist der Status quo, den wir haben 1971, auch mit diesem Wehrgang, der hier diesen Südturm mit dem Nordturm verbindet, damals schon in der Intention, dem Valentin-Museum mehr Raum zu geben und auch den Nordturm zu erschließen. Im Zuge der Olympischen Spiele wurde das Isartor nochmal restauriert, 1972, von polnischen Fachleuten, die da sehr ausgewiesen waren, die der Hans-Jochen Vogel hier nach München geholt hat. Und diese Fachleute beschreiben das Isartor hier sehr schön, wenn man mal auf die andere Seite geht. Momentaufnahme, als sie es verlassen haben. Und da schreiben sie in einer Dokumentation, die sie uns hinterlassen haben, wie schwierig das eigentlich war, auf irgendeine Form von Originalzustand zurückzukommen. Ja, und beschreiben hier auch, dass alle ihre Bemühungen heute, also im Jahr zum Beispiel 2020, so betrachtet wurde, eine spätere Generation in der spezifischen Eigenart dieser Renovierung sicher die für unser spätes 20. Jahrhundert kennzeichnende Behandlung und Interpretation eines historischen Gebäudes erkennen wird. Also dieses Isartor ist schon lange eine Interpretation des ursprünglichen Gebäudes. Jetzt habe ich ja erzählt, wie die Situation hier ist und welche Notwendigkeiten wir zu erfüllen haben. Wir haben ja auch gesehen, dass es gar nicht mehr so geht eigentlich. Gesehen und da muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen, so und so. Das erfordert es, so, wenn man ein Valentin-Karlstadt-Museum hier in Zukunft haben will. Und dann habe ich den Architekten Armando Sattler gebeten, sich Gedanken zu machen. Und er hat sich dann folgende Gedanken gemacht, hier zwei Versorgungstürme vor das Isartor zu setzen, hier rein vor die. Zeigen Sie nochmal, wo wäre das? So ungefähr auf Bogenhöhe hier, also wo der Bogen anfängt, kommt jeweils ein Turm hin, rostig. Und es gibt jeweils einen Steg von diesen Versorgungstürmen in die ursprünglichen Türme rein. Immer mit, jeder Turm hat ein Treppenhaus und einen Aufzug, sodass wir einen wirklichen Brandschutz gewährleisten können. Also man müsste nicht mehr durch die Gehirnwindung Valentins hoch und runter? Doch, wir würden auch, das kann man machen, wie man will, aber okay. Im Zweifelsfall kann man hier auch raus. Aber gerade Gäste, die jetzt gehbehindert sind im Rollstuhl. Das wollte ich gerade sagen, wir haben ein demokratisches Gesellschaftsbild, Gott sei Dank heute in München, mit einer großen Idee, die heißt Teilhabe für alle. Und die wollen wir natürlich auch hier gewährleisten. Wir sind das einzige Museum hier in der Stadt ohne Aufzug. Das liegt am Gebäude, ja, aber wenn man schon anlangt, wo wir jetzt verpflichtet dazu sind, dann finde ich, muss man eine Barrierefreiheit mitdenken. Und die ist eben durch diese zwei Versorgungstürme gewährleistet. Und was wir dann haben, dadurch, dass diese Türme ein bisschen vorgesetzt sind, gibt es hier so einen Raum. Und da würden wir ein Raummodul einhängen, statt dieses Wehrgangs, der, wie gesagt, also auf der Höhe von dem heutigen Wehrgang? Wehrgang, der aus dem Jahr 1971 datiert und vorher nicht da war, würden wir dieses Raummodul hier einhängen, was uns natürlich auch nochmal Raum und Platz im Museum gibt, eben um so ganz enge Geschichten zu entzehren, wenn wir zum Beispiel Ausstellungseröffnungen haben und Veranstaltungen haben, dass wir auch Raum haben und wir auch, das sieht man, wenn man noch einmal rundherum geht. Da sieht man es nochmal ganz schön, so von der Seitenansicht hier auch mit diesen, ob dieser Turm jetzt rund oder eckig ist, das sind wir noch gar nicht, also am Ende der Idee. Was jetzt ganz schön ist, wir werden mit einer Machbarkeitsstudie in den Stadtrat gehen im Juni, wo wir darum bitten, diese Machbarkeitsstudie zu beauftragen. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das so die Mehrheiten dafür haben, weil die maßgeblichen Fraktionen das sehr unterstützen. Und das auch von Ihnen mitbetrieben wurde, also von der SPD und der Grünen gibt es einen gemeinsamen Antrag. Wenn ich jetzt aber mal ganz spitz fragen darf, wir haben ja den Markus hier als einen Historiker und der auch ganz nah an der Stadtgeschichte ist und dem ja
alte, stadtgeschichtlich bedeutende Gebäude wichtig sind. Was sagst denn du bei diesem, ja, man möchte fast sagen, vielleicht ein Eingriff? Oder wie siehst du das? Also ich finde das eigentlich eine wunderbare Idee. Ich finde das ganz, ganz positiv, diese Idee, weil man A, mit dem Objekt, mit dem Tor als solches sensibel umgeht und zweitens diese Nutzung, diese wunderbare Nutzung des Objekts auf Dauer weiterführen kann, sogar verbessern kann. Ein historisches Denkmal in der Stadt, das eigentlich immer der Eingang in die Stadt war. Hier sind alle reingekommen und jetzt mit dem Museum als ein wirkliches Begegnungszentrum. Ich finde, das ist eigentlich eine schöne Kontinuität, dass man wirklich das Museum für alle Menschen öffnet, die hierher kommen wollen und eine gemeinsame Begegnung schafft. Das finde ich ganz essentiell am Museum. Das sollte eigentlich die Aufgabe des Ganzen sein. Ich finde es auch ganz wichtig, dass das Valentin-Museum hier bleibt, weil der Ort einfach wunderbar zu Valentin passt. Das ist ja schon angeklungen, wenn wir an die Ritter von Grünwald denken. Die spielen sozusagen vor dem Isartor. Das ist das Erste. Zweitens, der Valentin aus der Au hinter uns. Hier hat er gewohnt, in der Kanalstraße. Genau. Ist die Au, genau. Stadtwohnung hier in der Kanalstraße. Der Weg zur Bühne, auf den er gespielt hat, aufgetreten ist, ist von hier aus auch nicht weit. Also wir haben wirklich hier ein Leben und Wirken Valentins zusammen mit einer historischen Situation. Außerdem finde ich ganz wichtig, Valentin ist ein Mensch, der das alte München geliebt hat. Ja. Deswegen passt er auch wunderbar hierher in das Isartor und sollte man belassen. Aber um wirklich Brandschutz, ganz, ganz wichtig. Aber mir ist es noch wichtiger, die Barrierefreiheit, dass wirklich alle Menschen hier teilhaben können, dass wir dieses Museum, was ich finde, das Museum ist auch ein Museum, das kann wirklich jeder besuchen. Da braucht man nicht vorher Wir sind total niedrigschwellig. Genau. Das ist ja genau das Richtige auch für mich, muss ich sagen. Ja. Es ist niedrigschwellig und wie ist es schön, wir haben ja so englische Audioguides, die man bei uns übers Mobilphone streamen kann. Und die amerikanische Germanistin, die das für mich übersetzt hat, hat einen wahnsinnig schönen Satz geschrieben. Und die hat geschrieben: Wenn Sie München kennenlernen wollen und haben nicht viel Zeit, dann gehen Sie ins Valentin-Museum, da erfahren Sie alles und viel über sich selbst. Besser, finde ich, kann man das eigentlich nicht sagen. Liebe Leute, besser hätte ich doch das Ganze auch nicht beenden können hier mit der Frau Rinnberger. Vielen Dank, Frau Rinnberger. Einen super guten Start in die neue Museums-Saison. Heute ist ja wieder Eröffnung. Gott sei Dank. Viele, viele Gäste und wir freuen uns auf die Entwicklungen hier am Isartor und am Museum. Ich hoffe, dass die Münchner und Münchnerinnen das mit uns mitgehen und auch sehen, wie das Tor im Wandel ist, das eine sehr große Symbolik hat. Hier hat sich entschieden, was vor der Stadt ist und was in der Stadt ist. Und wir wollen so viele wie möglich in der Stadt mitnehmen und wirklich die Leute, die zu uns kommen, auch im Rollstuhl nicht mehr nach Hause schicken müssen und auch unser älteres Publikum noch lange mitnehmen. Es soll der Opa mit der Enkelin sehr gerne hier ins Museum kommen. Also Applaus für die Frau Rinnberger, ihr Besuch, das Museum und die Frau Rinnberger demnächst. Und ich sage noch Danke an den Markus. Markus, das war schön mit dir. Ja, freut mich. Du als die historische Seite hier an meiner Seite. Danke auch an den Markus Wagner vom MPZ. Er ist älter. So viel zur historischen Seite. So viel zur historischen Seite. Ich sage vielen Dank an euch. Es war schön, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns demnächst wieder. Bleibt uns treu. Und ich würde sagen, wir enden wie immer mit etwas Musik. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Servus Frau Rinnberger. Servus Markus. Adio. Bis demnächst.